Vorgestern beim Spazierengehen. Ich höre, wie eine Frau erzählt, dass kürzlich ihr Vater verstorben ist und dass wegen Corona kein Requiem und kein Sechs-Wochen-Amt stattfinden konnte. Und dass ihr das fehlt, obwohl sie natürlich auch zu Hause trauert. Ich glaube, ähnlich wie dieser Frau geht es vielen Trauernden. Sie erleben ein Durcheinander an Gefühlen. Im einen Moment sind sie vielleicht wütend und verletzt. Im anderen Moment spüren sie Schmerz und Trauer. Ein anderer Mal ist es Liebe und Dankbarkeit. Und sie erleben zugleich von vielen vorher vertrauten Menschen, Nachbarn, Freunden, Arbeitskollegen, dass die sich zurückziehen, dass sie nicht mehr anrufen, sie nicht fragen, wie es geht, sich nicht erkundigen. Das kann einsam machen und ist schwer auszuhalten, gerade jetzt, wenn die Tage dunkler und kürzer werden. Was hilft, ist Nähe. Nähe von Menschen, die einfach da sind, die zuhören, aushalten, keine Ratschläge geben. Was auch helfen kann, sind kleine Rituale. Ein Foto mit einer Kerze davor, ein Blumenstrauß am Tisch vor dem leeren Platz, der Besuch am Grab, Zwiesprache halten, einfach den Tränen mal freien Lauf lassen. An Allerheiligen und aller Seelen lädt unsere Kirche dazu ein. Beim Gräberumgang beten wir gemeinsam für alle Verstorbenen und die Gräber werden gesegnet. Im Requiem an aller Seelen werden die Namen aller Verstorbenen des letzten Jahres verlesen, weil wir glauben, dass jeder Mensch ein einzigartiges Geschöpf und nicht vergessen ist. Im gemeinsamen Feiern verbinden wir uns untereinander, wir, die Lebenden, und wir Lebenden mit den Verstorbenen. Und diese Verbindung trägt und hält uns, auch mit Mundschutz und mit Abstand. Sie sind herzlich eingeladen, mitzufeiern. Wenn Sie selbst Unterstützung suchen oder Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an. Wir sind für Sie da. Ebenso wie alle Seelsorger und Seelsorgerinnen in den Pfarreien und in der Telefonseelsorge.